Hallo Sportfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Wir haben ja heute die Trainerpforte mit der Niederlande in der EM-Qualifikation. Ne, WM-Qualifikation, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ihr habt ja gestern letzte Woche, wie ich das Team aufgestellt habe, gesehen, was nochmal mit Ginkel, mit TT, mit Han und Tor. Und vorne natürlich Promes, Zivkovic und Memphis Depay, den Next Gen Robben. Ja, der war auf dem rechten Fuß. Mit dem rechten Fuß, der immer sehr viel macht, ne? Alter, von mir leckt's hier. Alter. Ach so, ich muss da rein. Er schießt ihn ins Tor. Du sollst den Fall. Ja, yeah, ja, den rein gemacht. Ja. Ei. Weil WC heißt für mich irgendwie WM irgendwie ist es dann, oder? Kenn mich da jetzt nicht so aus. Aber wir sollten eigentlich zur WM fahren oder zur EM, was auch immer das jetzt hier ist. Sollten wir hinfahren. Aber nur eigentlich halt. Warum wie Ronaldo? Spielt auf Promes. Und Promes macht es stark. So, Depay. Schiri, was war jetzt hat? Ich verstehe es einfach nicht, warum der Schiri einfach die ganze Zeit. Ach ja, genau. Das mache ich dann mal ganz kurz dann in der Halbzeit. Wegen der Abstimmung vom Karrieremodus, ob ich noch ein Jahr machen soll mit den mit Bayern, das mache ich dann in der. Das mache ich dann in der Halbzeit. Das zeige ich dann in der Halbzeit nochmal an. Ganz kurzer Einwurf in diesem Video vom FIFA 16 Karrieremodus. Ja. Mitten im Spiel ist mir ja aufgefallen, dass ich die Abstimmung noch nicht aufgelöst habe. Hier oben findet ihr sie, die Auflösung, ob ich noch ein Jahr machen soll oder nicht. Und ich werde noch ein Jahr machen. Wenn ich es hinkriege bis Ende FIFA 16, vielleicht werde ich jetzt auch öfter den Karrieremodus bringen. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr öfter FIFA 16 Karrieremodus sehen wollt. Weil dann werde ich den öfter bringen. Weil dann werde ich öfter die Legenden-Karrieremodus bringen, öfter den... Die Spielerkarriere und natürlich auch den normalen Karrieremodus mit dem FC Bayern München, da wo wir Nationalmannschaftserfolge haben. Also Leute, viel Spaß noch im weiteren Video. Ja, weil das habe ich jetzt gerade voll vergessen, dass ich hier das auch noch am Laufen hatte. Und so wie es aussieht, haben sie gar keinen Zlatan dabei. Die Schweden. Ja. So sieht es halt gerade für mich jetzt hier aus. So, von Ginkel auf Wijnaldum. Wijnaldum denkt sich, der passt erstmal nicht, okay. So, Tete. Der kommt auch nicht hin, von Ginkel. Die müssen da einfach mal irgendwie hinkommen oder sowas, aber so wie es aussieht, kommen wir da noch nicht so ganz hin. Und wenn ihr das Video von gestern nicht gesehen habt, das Video über PES, über... PES 2016, die Euro. Ja, da wo ich mitmache. Und da könnt ihr einfach nochmal kurz reinschauen, wenn ihr Bock habt. Weil da gibt es ein paar Infos. Oh, Depay. Depay Zivkovic. Ah, Richairo Zivkovic. Das ist die WM. Okay. WM-Quali war der WM-Pokal. Ja. Genau. So, schön von Van Ginkel, der auf Depay, Depay auf Wijnaldum, Wijnaldum. Er zuckt sich am Kopf. Steht blind. Promes bringt die Flanke ganz ordentlich rein. Hinten steht Willems. Da steht Depay.
Eieieiei, aber der Schuss von Willems war richtig stark. Und hier nochmal Zivkovic mit der knappen Chance. Unser 20-Jähriger, der war es, eine gute Arbeit leistet. Da wo Bayern noch dran war. Ich spiele jetzt gerade mal. So, das ist Willems, der spielt auf Blind. So, Blind. Der kriegt auch nicht mehr wirklich was hin. Muss mal aufpassen, Toivonen. Oh, das war ein Fehler. Aber unser Keeper da hinten im Kasten bei uns, der kann das. So, Tete. Auf Van Ginkel. Van Ginkel auf Willems. Willems mit seinen 4 Sternen Skills rennt erstmal ins Aus. Ja, ja, weil ich auch voll dahin wollte halt. Van Ginkel. Van Ginkel legt ab für Blind. Und der Olsen da hinten im Kasten pariert erstmal. Rekick. Muss da hinten aufpassen. Promes. Promes hätte er haben, muss er haben. Hat er auch. Und spielt jetzt in den Larsson. Oh, Toivonen. Müssen wir hier mal aufpassen. Elm. Bei den der was bei ZSKA Moskau spielt, aber unser Keeper Hahn ist da. Der Hahn im. Hahn im. Ah, ich sollte es aufgeben, Alter. Promes. Ui. Und dann kommt da so ein Schuss daraus, du. Und unser Keeper hält. Oh, der Ball kommt wieder gefährlich rein. Hahn hat ihn. Zivkovic. Zivkovic spielt auf Deepai. Und Deepai ist eigentlich schnell genug. Deepai spielt auf Richairo Zivkovic. Da kriegt er nicht genug Druck hinter den Ball. Zivkovic wieder. Zivkovic, komm. Der Ball auch von Deepai, der war richtig stark gespielt. Olsen. Da sind voll viele Olsen. Oder Olsen. So, Promes auf Tete. Oder auf Tete. Der auf Willems. Willems. Will ihn durchstecken. Und wir kriegen hier den Freistoß. Aber den will ich direkt probieren. Wenn schon. Denn schon. Memphis Depay. Memphis Depay. War nicht schlecht, aber könnte man besser auch noch machen. Zivkovic. Ja. Deepai. So, Blind. Spiel auf Promes. 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 Van Ginkel. Meine Güte. Jetzt müssen wir mal langsam hier mal eine Chance reinmachen. Bevor wir hier nochmal einkassieren. Hahn kann ihn mal da weghauen. Meine Spiele sowieso gleich in der Halbzeit. Da sage ich es und dann sind wir in der Halbzeit. Ja. Ups, sorry. So, noch Schluck auf hier. Ist auch ganz okay. Ja, aber können es schon besser machen. Wir müssen halt jetzt die 3 Punkte, mindestens 3 Punkte holen. Heute. Weil sonst könnte es nochmal schwer werden. Mit überhaupt dabei sein in der. Oh, ja. Stark wie Schnallo. Auf Promes. Promes. So, Einwurf. Die macht Deepai. Der spielt auf wie Schnallo. Wie schon also mal Van Ginkel. Blind. Ist der blind? So wie es aussieht, ja. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen hinten. Lustig. Der ist aber nicht lustig.
Einwurf für Niederlande, auf geht's, komm. Haben wir die 50. Minute erreicht hier. Der Gegner von uns läuft alle weg. So, schön gemacht. Van Ginkel blind, wieder ein Fehlpass. Müssen wir aufpassen. Boston. Toivonen. Den bringen wir mal kurz auf Willems. Just. Wieder auf Just. Der auf Memphis Depay. Aber lustig, passt auf. Der findet es nicht so lustig, wenn ich da so durchkommen würde. Ja. Hier auf Tete. Tete schickt Zivkovic. Zivkovic macht es sehr stark. Und dann kommt auch noch Pech dazu, dass der Ball dagegen in den Pfosten geht. Oh, wie Schnaldum. Wie Schnaldum, der bringt die Flanke gefährlich. Der wäre schon gekommen auf Zivkovic. Aber ob er den auch wieder gegen den Pfosten gehämmert hat, das wissen wir erst, wenn wir es gesehen hätten. Wir müssen aufpassen hinten in der Verteidigung. Schön. Blind. Spiel auf Zivkovic. Zivkovic auf Blind. Und Zivkovic! Eieieiei. Es wird ein sehr schweres Spiel. Wenn es so weitergeht hier. Wie Schnaldum, hättest du nochmal hingehen können? Wechseln wir gleich ein bisschen aus. Wechseln wir mal ein bisschen Routine dann gleich mal ein. So, jetzt machen wir jetzt mal bereit hier für die bisschen Routine hier. Können wir den einwechseln? Ja, die Innenverteidigung macht gute Arbeit. Van Ginkel können wir mal rausnehmen. Und dass wir dann Offensive mal ein bisschen varianter sind, mit dem linken Fuß natürlich im Eien. Der wird jetzt gebracht. Jetzt hat dann und dann sollte das auch funktionieren. So, Van Ginkel. Vielleicht letzte Aktion von ihm. Promes. Oh, der war nicht gut vom Penis, wollte ich gerade sagen. Und Blind, der Ball. Schön. Schön verteidigt. Van Ginkel. Der schickt Zivkovic stark in den Lauf. Stark. Zivkovic 1:0. So muss es gehen. Zivkovic, jetzt endlich macht dann. Jetzt macht dann endlich. Richairo Zivkovic macht ihn endlich. Meine Güte, ey. Den hätte er schon mal viel früher machen können. Zack, zieh da rein. Und dann der Abschluss von Zivkovic. Und dann ist der Ball auch drin. Zum 1:0 durch Richairo Zivkovic. Mitten in der 74. Minute machte den Ball dann mal endlich ins Netz. Rein, so. Wir haben danach noch einen Wechsel, ja. Und Robben kam jetzt nicht rein für Ding, sondern für Promes. Und da haben wir ihn direkt mal den Ayen. Ah, schade, der kommt da nicht rein mit einem Spin, so. Depay, der zieht nach außen. Zieht in die Mitte. Und findet den Winkel zum Abschließen. Und da ist Robben und da gibt's die Ecke. So, spielen wir mal lang hinten auf den postierten Ayen Robben. Eieiei. Der war stark, der Schuss von Ayen. Na, 1:0 reicht uns ja. Ja, wenn man jetzt die letzten Spiele so nimmt, da wo wir verloren haben gegen Irland und so weiter. Die letzten zwei Spiele. Was wir verloren haben, ja. Wenn wir heute nur probiert mal.
mit den Jungen hier ein bisschen Spielpraxis kriegen, weil wir eigentlich gut genug sind. Und das war abseits. Ja, wir sind eigentlich ja gut genug. Das ist deswegen, ja. Sollte das eigentlich auch passen, dass wir da mal ein bisschen die Älteren hier schonen können und dann die Jüngeren ein bisschen spielen lassen. Weil die bei spielt ja sowieso immer von Anfang an. Schön verteidigt. Jetzt könntest du mal nach vorne gehen. Wie Schnaldo, wer zickt da Arjen? Arjen Robben. Arjen Robben. Mit dem 2:0. Mit dem 2:0 macht dann endlich hier. 2:0, 92. Minute. Wem mich jetzt nicht alles täuscht. 92. Minute, Alter. 2:0. Durch Arjen Robben mit seinem linken Fuß. Promes hätte den vielleicht auch gemacht, aber nicht mit seinem schwachen linken, weil den er auf dem rechten nochmal legen müssen. Und dann wäre es ein bisschen schwerer gewesen für ihn. Für den Promes, ja, der ist nur einen starken rechten. Aber so wie Schnauzer macht es stark. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen unser allererstes Qualifikationsspiel für die WM 2018. Ne, 2020. Dann ist es die EM. Ne, ach, WM, meine Güte. 2018 ist die WM, meine Güte. Bin ich gerade auch schon wieder blöde. Matchwinner ist Richarlison Zivkovic, so wie es aussieht. Schauen wir mal nach, wenn hier die beste Bewertung. Wijnaldum hat die beste Bewertung beim Gegner. Olsen mit 8,3. Das Spiel neu starten, bitte. Ja. War ein sehr starkes Spiel von uns. Mit einer 2-0 Führung, mit einem 2-0 kann man da mal ganz gut sein. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. So die selbst Einschätzung von Schweinsteiger. Okay. Jetzt sind wir Vierter. Jetzt spielen wir gegen Slowenien. Wir könnten es noch in die WM schaffen. Wenn wir so weiterspielen jetzt hat. Ja. Weil es ja noch ein Rückspiel auch nochmal gibt, sozusagen. Ja. Wir spielen immer zweimal gegen einen. Deswegen haben wir insgesamt um die 10 Spiele. Das nächste Spiel ist gegen Slowenien und dann gegen Dänemark. Gegen den ersten, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, dann. Ja, monatliches Jugend-Update. Ja, der ist jetzt nicht so stark. Der ist 15,62, ey. Der ist richtig stark. Ja. Den könnte ich eigentlich mal, den Maximilian Wellenreuther, den könnte man mal ausprobieren. Für Bayern dann. Hemlein. Ja, also so am Schluss oder sowas, dass ich die dann mal verpflichte oder sowas und dann am Schluss nochmal reinbringen werde, ja. Schau mal einfach mal, was ich da dann so mache, und deswegen werde ich sagen, Leute, lasst eine positive Wertung da, wenn euch dieser Part FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Bayern München und die Nationalfährte Niederlande gefallen hat, und lasst vielleicht ein Abo da, wenn euch dieses, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, was auf diesem Kanal noch so läuft. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Chicken Chat hier wieder aufgehalten von Ebra. Und dann ist die Situation auch schon gut. Bereinigt. Jetzt könnte man denken, jetzt kommt Luca Toni hier. Nee, noch nicht. Aber jetzt da. Kommen die Franzosen durch. Spielen sie ein bisschen hinten rum. Und schauen, was sie hier so machen können. Und Material auf der Außenbahn jetzt. Aber Matuidi, Evra, Matuidi. Wieder außen auf Martial, Anthony Martial, der spielt.